Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max. Ich werde als erstes bei Ranked spielen, danach CS Ranked, wenn ich bei CS Ranked reinkomme. Ansonsten immer normal. Wie immer. Viel Spaß. Okay, und es geht gleich los. Wir fangen mit BR Ranked an. Ich spiele zurzeit jetzt gerade den Charakter hier wegen dieser einen Quest. Da wo ich diese Symbole ja sammeln muss. Und ich muss mit denen fünfmal am Tag spielen. Dann habe ich 10 extra Symbole. Ich habe eine Ska und eine Ska. Komm, dann nehmen wir mal die andere mit. Ich habe zwar noch keine Nahkampfwaffe so richtig. Hier vorne läuft auch ein Spieler rum. Oh. Aber so, eine Nahkampfwaffe? Nee. Achso, das war die drei, die Nahkampfwaffe. Ja. Die kleine. Das ist schon eher eine Nahkampfwaffe. Die SK ist weggelegt, obwohl die richtig gut ist eigentlich. Aber ich denke, das ist der richtige Nahkampfwaffe. Aber ich denke, mit der anderen Sniper, mit der M28B, was glaube ich, ist. Kann man mehr Schaden mitmachen. Oh ja. Und jetzt habe ich hier meine beiden Lieblingswaffen. Schnell wieder verstecken. Mal kurz meine Tasche ein bisschen leeren. Damit ich ein bisschen mehr von anderen Sachen mitschleppen kann, die ich auch nicht brauche. Ich bin müde, ich will gleich schlafen. Wie? Ah. Genau davor runtergefallen. Okay, jetzt
Jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Munition. Oh, da war noch was. Gut. Ich denke, das war's. Du kannst zwar noch Sachen aufsammeln wie Granaten und so. Aber Munition müsste ich voll sein. Da war eine Granate. Scharfschütze-Munition ist voll und ich glaube Shotgun auch. Ja, mit dem Granatwerfer spiele ich nicht so oft, sehr selten. Manchmal benutze ich den, aber wie gesagt, es ist wirklich sehr selten. Bei Dogge kannst du ja einmal umschalten auf Granatwerfer und einmal auf die Shotgun. Da ist Granatwerfer drin. Shotgun. Das ist ein Pilz. Gleich kommen bestimmt die KI-Spieler an. Die ist auch gut, die SVD. Brummt hier was? Ich meine nicht das Flugzeug. Keine KI-Spieler. Die M249X ist ja sozusagen ein Maschinengewehr oder eine Gatling Gun. Art Gatling Gun. Macht man eigentlich nicht so viel Schaden mit. Aber die Schussrate ist sehr hoch und dadurch kann man da sehr schnell viele Leute mit. Double kill. Viele Leute mit killen. Mit der Gatling Gun. Und mit der M249. Okay, dann schauen wir mal. Ja, von hier kann man schlecht schießen. Kill.
erst 3 Kills. Da oben ist, glaube ich, besser zu stehen und zu schießen. Kill. Dominating. Was so der Kiste da vorne hin. Vielleicht kann ich da bessere Sachen, neue Sachen kriegen. Ich glaube es zwar nicht, aber man könnte es ja mal probieren. Ach, das war der letzte. Tja. Das war der letzte. Nur 6 Kills. Mal, boah. Mal schauen, wie CS Ranked jetzt gleich ausgeht. Elite heroisch. Und dann sag ich mal. I told you my invention would bring you booyah. 11 Minuten, 16 Sekunden. Dann sag ich mal bis gleich. Okay, es ist jetzt wieder nur ein normales CS. Test out my invention on the battlefield. Aber normales CS habe ich auch mehr Chancen wie bei CS Ranked. Ah, hat doch noch geklappt. In the end, the geek wins. So, einmal ausrüsten. Ich habe ja jetzt eine bessere Pistole. Okay, schön. Oh, MX8. MX8, wie ist die? First blood.
Thanks. Double kill. Okay, nice. Was habe ich da mitgenommen, eine Torge? In the end, the geek wins. Torge möchte ich nicht haben. Torge, eine Thomas. Hier gibt's Ressourcen. Gute Arbeit. Nehmen wir doch den hier, wenn er schon mal da ist. Thanks. Okay. First blood. Helf mir. Oh. Sowas vom Feige, ja. Drum ist der andere. Double kill. Ach, der ist schon tot. Wie? Shit. The geek wins. Ah, gibt's hier eine Nahkampfwaffe, eine schöne? Ja, nur die hier. Hier gibt's Ressourcen. Okay. Ich muss mich erst wieder richtig zurechtfinden. Deswegen muss ich immer auf der Tastatur schauen. Helft mir! First blood. Head there. Das war knapp. Das war knapp. Meine Runde war nicht ganz so gut. Meine Mitspieler waren, glaube ich, besser als ich gewesen. Ich würde mich vielleicht auf den zweiten oder dritten Platz sehen. 1700 Schaden. Dritter Platz. Schon mal gut gespielt. Hat vom Gegner einer mehr als 2000? Nein. Also bin ich der zweitbeste Spieler, würde ich sagen. Er hat zwar die meisten Kills, lag wahrscheinlich einer auf dem Boden und hat dann nur tot geschossen, aber ein anderer hat den Schaden dafür gemacht. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.